Erzähl mir von dem Geheimnis. Was weiß Helga? Oh, mein Junge. Bist du von der Front zurück? Ich hätte nie gedacht, dass ich dich wiedersehe. Oh, mein kleiner, süßer Junge. Ja, und damit herzlich willkommen zur bereits dritten Folge von Wolfenstein The Old Blood. Und gestern sind wir ja in diesen Gefängnistrakt vorgedrungen. Und hier klettern wir wieder die Wand hoch. Altes Prinzip, das habt ihr jetzt ja schon mehrfach gesehen. Ja, und dann schauen wir mal, was uns so erwartet. Es ist auch eine Schleichmission, aber hauptsächlich natürlich ein Shooter. Aber jetzt erstmal Schleichen angesagt. Und da sind zum Beispiel diese Robo-Dogs, Robo-Hot-Dogs. An dieser Stelle muss man ein bisschen aufpassen. Also ich meine, gut, die sind ja leicht zu erlegen. Also selbst wenn die einen sehen. Aber man muss es ja nicht provozieren. Offensichtlich muss man in diese Räume mit den Ausrufezeichen. Das kennen wir ja schon, das Prinzip. Und die Robo-Dogs laufen auch nach ganz bestimmten Mustern. Also das ist ja das Schöne an Wolfenstein. Da ist wenig KI. Zumindest in der Schwierigkeitsstufe, sage ich mal, die ich hier spiele. Da müssen wir irgendwie rein. Tür ist aber zu. Das heißt, wir müssen hier mal eben den Robodog abwarten. Wo Hunde sind, ist auch immer Hundefutter. Also wenn ihr mal schnell ein bisschen Energie braucht, da kann man auch mal ein Hundefutter essen. Aber ist ja vielleicht an der Stelle nicht nötig. Jetzt warten wir mal eben Doggy ab. Der kommt da gleich wieder. Und dann gehen wir hier um die Ecke. Da ist er. Er sieht uns aber nicht. So, weg ist er. Und dann müssen wir da durch diesen... Da ist so ein Tunnel, wo wir dann in diese Klappe können. Da müssen wir einfach nur hier einmal um die Ecke gehen. Genau. Da kommt er jetzt natürlich gerade wieder. Na gut, jetzt ist er weg. Dann können wir hier direkt rein. Und in diesen Raum reingehen, um zu gucken, was denn da so in dieser Klappe ist. Der Hund schläft übrigens. Den lassen wir einfach schlafen. Und gehen doch einfach durch die Tunnel. Also durch den jetzt nicht, aber da durch den. Ich weiß gar nicht, ob das der Hund war, der da geschlafen hat. Da es ja kein Open-World-Spiel ist, ist es eigentlich immer relativ klar. Es gibt eigentlich immer nur einen Weg, den man gehen kann. Das sieht doch ganz gut aus, aber ich bin nach wie vor... Es ist nicht so hyperrealistisch, so wie... diese anderen Kriegsspiele, die es da gerade gibt. Battlefield und so weiter. Aber gut, also soundmäßig gut. Eigentlich sehr unverhofft, dass jetzt mal ein Wolfenstein-Titel rauskam. So hätte ich jetzt ehrlich gesagt so schnell nicht mitgerechnet. Aber ich meine, gut, unverhofft kommt oft und dann ist es ja auch gut. Ist aber ja auch schon wieder, ist das schon ein Jahr her? Fast, ne? Ist schon fast ein Jahr her, dass wir das gespielt haben. Ja, genau. Wichtiger Hinweis, da kann man also die Wand kaputt hauen. Und da hinten sehen wir es ja schon, dieses Kletterzeug. Ne? Also das erkennt man ja nun wirklich, ist wirklich für Blöde, also für mich, gemacht. Ja, man muss schon das X drücken. So, wider goes it, weiter geht's. Recht überschaubare Level. Ist jetzt tatsächlich so ein bisschen so eine Schleichmission. Erinnert mich gerade an Alien Isolation. Vielleicht habt ihr es ja gesehen, das Let's Play. Mit Olli und mir. Da geht's wieder die Wand hoch. Da. Da hätten wir jetzt auch einfach eine Leiter machen können. Also das jetzt so, naja gut, egal. Da fällt ein Hund. Den werden wir kurz. Erlösen. Man hört doch schon wieder irgendwas rumlaufen da. Also, das wird wieder kein Spaß, sag ich mal. Aber es kann durchaus sein. Also, na, das klingt so, als käme der da gleich vorbei. Tut er aber nicht. Weil.
Der läuft, da ist zwar so eine Laufschiene, da sind so Laufschienen, aber der läuft tatsächlich über uns. Das ist jetzt soundmäßig, ließ sich das jetzt nicht so feststellen. Die Hunde sollte man ausschalten, weil, wer weiß, wenn man dann doch nochmal hektisch wird, dann wäre das blöd, wenn dann da noch so ein Hund einem in die Quere kommt. Da liegt Gold da hinten. Ich glaube, nur deswegen muss man hier rein. Nur wegen des Goldes. Immerhin. So, und dann stellt man fest, dass da oben dieser mechanische Soldat langläuft. Ist ja auch sinnvoll, weil hier unten sind ja gerade keine Gefangenen, dann braucht man da ja auch keine Wachen da oben, ne? Da läuft er mit seinem Kabel. Netter Versuch, Regime. So, Zellblock G, aber ist ja, wie gesagt, recht übersichtlich, der Level. Oh, eine Leiter. Erstaunlich. Gehen wir sie doch mal hoch. Olli würde sagen, wo führt sie hin? Sie führt nach oben. So, da ist ein Stromschalter. Ich vermute mal für meinen mechanischen Freund. Der jetzt aber leider gerade ankommt. Das heißt, wir ziehen uns nochmal zurück. Nicht, dass der noch irgendwie Alarm auslösen kann oder so, weiß man ja nicht. Ich weiß auch nicht, wie weit der jetzt hierher kommt. Ah, naja, nur bis zu dem Teil, okay. Und dann. Das sind so pseudomechanische Soldaten. Ich glaube, das sind auch Lebewesen, aber. So, ab. So, und jetzt schnell von seinem Leiden erlösen, von seinem Kabel vielmehr. Oh, der verliert seine Kanone. Die nehmen wir praktischerweise gleich mal mit. Wer weiß, wer weiß. Wofür wir sie noch brauchen. So, weiter geht's. Andere Richtung. Genau. Da stand ja auch Pfeile an der Wand. Wie praktisch. Da sind Kisten. Kann man ja zerdeppern mit R3, glaube ich, war es. Ja, R3 drücken. Genau. Da ist immer irgendwas Nützliches drin. Ja. Oder sehr, sehr oft. Sagen wir es so. Da seht ihr schon den blauen Kreis. Ja, ich gebe zu, das ist jetzt viel Schleicherei und so, aber ich meine, gehört auch irgendwie zu Wolfenstein dazu. Ne? Ist ja nicht nur Ballerei, aber auch viel. Naja. Also das hat natürlich schon überhaupt nichts mehr mit den ersten Wolfenstein-Spielen zu tun. Wir erinnern uns, wo dann immer zum Schluss der böse Hitler kam und sagte, guten Tag. Also das ist natürlich klar, die Zeit hat sich entwickelt oder die Systeme haben sich entwickelt. Und klar, dass das hier jetzt natürlich wesentlich besser ist. So, hier müssen wir gucken. Ah, guck mal, da steht einer. Da war ich nicht sicher, ob das nicht ein Böser ist. Schauen wir mal. Er kennt das Geheimnis. Oh Gott, sie kennt das Geheimnis. Ach, das lese ich jetzt eigentlich nicht immer. Ich weiß gar nicht, ob das auch überhaupt irgendwas bringt. So, jetzt können wir mit dem interagieren. Erzähl mir von dem Geheimnis. Was weiß Helga? Oh mein Junge. Bist du von der Front zurück? Ich hätte nie gedacht, dass ich dich wiedersehe. Oh, mein kleiner süßer Junge. Oh. Tut mir leid, alter Mann. Du verwechselst mich mit jemandem. Ich dachte, eine Sekunde lang. Genau, hier lernt man eine neue Fähigkeit, so laufen und rutschen. Da muss man dann den rechten Stick drücken und B. Es ist mit Geschick verbunden, weil man die Tür auch treffen muss, wenn man rutscht. Das ist mir jetzt ein paar Mal nicht gelungen, aber irgendwie läuft es dann schon. Ich schaff's schon. So, und dann nimmt man das Ding auch wieder auf. Wesley, habe ich Ihnen von Tante Sarah erzählt? Als sie im College war, wurde bei ihr Demenz festgestellt. Die Medikamente machten sie benommen und merkwürdig.
Ich erinnere mich noch an ihre Augen, die dreckige Fenster in einer verlassenen Hütte. Meine Mutter dachte, dass es durchs Blut übertragen wird. Ja, es ist im Moment wirklich so, schleichen kann man jetzt nicht sagen, aber einfach nur so Search and Destroy, aber eher mehr Search. Aber wer weiß. Oh, 20 Punkte habe ich gekriegt. Na, ihr seht, ich spiele es auf der Xbox One, da gibt es ja immer Punkte für alles Mögliche. Das finde ich gut. So, Tür auf. Was ist? Koppo, Engländer. Wir bringen ihn zur Festung. Gefunden. Jawohl! Okay. Sollte man sich eigentlich angucken, wo die hinlaufen, weil das hilft einem dann später. Die laufen da um die Ecke. Das merken wir uns mal für später. Jetzt müssen wir da aber irgendwie hin. Die Türen sind natürlich zu. Ja. Also, aber wenn ich gut geguckt hätte, wie gesagt, die blauen Kreise sind ja der wichtige Hinweis. Der hat nichts bei sich. Die blauen Kreise, und wenn man einen blauen Kreis sieht, weiß man, okay, da geht's weiter, da geht's nicht weiter, da geht's nur sehr tief runter. Man könnte sich gut vorstellen, dass es solche Verliese mal gab oder auch noch gibt. Na, wo Leute so abgestellt werden, also zumindest. Naja, reden wir nicht drüber. Nicht berühren, oder? So, siehst du, da geht's hoch. Und weiter. Hochsicherheitsgefängnis. So, und dann sind wir nämlich genau eine Ebene weiter. Und dann kam jetzt allerdings, da hinten kommt so ein Robo-Viech. Und das lassen wir einfach mal laufen. Habe ich mir gedacht, weil irgendwie, ja, sich dem jetzt gegenüberzustellen mit nur einem Messer bewaffnet, das könnte, glaube ich, zu, sagen wir mal, Spannungen führen oder auch Verspannungen. Von daher, der läuft da durch und die Tür ist dadurch jetzt auch auf. Aber wir sind ja jetzt in dem Bereich, der kommt auch nicht zurück oder zumindest erstmal nicht. Und dann gehen wir hier rum und hier ist dunkel. Aber da drüben ist eine Tür und die ist ja auch markiert. Also gehen wir dahin. Blauer Kreis ist da. Jetzt wieder laufen und rutschen, ne? Das ist so ein bisschen auf einem analogen Stick drücken und B dann noch dazu. Sagen wir mal so, das ist, da muss man schon ein bisschen geschickter sich anstellen als ich, aber ich habe es ja hingekriegt. Jetzt kommt das Viech auch übrigens wieder. Da ist es. Es kommt da aber irgendwie nicht hoch. Weil, ja, weiß ich auch nicht. Es kann nicht hochspringen. Es kann mich nur sozusagen behindern, aber nicht verhindern, dass ich da lang komme. Also von daher könnte das schon noch klappen, dass wir da lang kommen. Also ausrichten kann man gegen die Viecher nichts übrigens. Das wissen wir ja schon aus Wolfenstein in New Order. Die sind einfach so stark, da keine Chance. Na, es läuft da mit sozusagen. Und es zieht mir auch immer kontinuierlich Punkte ab. Deswegen sollte man jetzt tunlichst mal wegrennen. Wo ist hier? Und dann auf die andere Seite in die Tür. Ja. Das haben wir ausgewählt. Also da muss man einfach schneller sein als ich. Ne? Wenn man dann etwas schneller das Ganze macht, dann verliert man da auch nichts. So, das ist wichtig. Das kennen wir noch aus dem anderen Spiel. Die Kommandanten, die werden einem so angezeigt, wie weit sie sind, wo sie ungefähr sind mit dem Kreis. Am Kreis erkennt man ungefähr, wo so ein Kommandant sich befindet oder wie nah er einem auch ist. Und sobald man den ausgeschaltet hat, fällt der weg. Schaltet man die nicht aus, schlagen die Alarm und das sorgt dafür, dass die Leute natürlich, ja klar, dass da eben einfach Soldaten kommen.
Das heißt, wenn man den zweiten jetzt auch noch ausschalten könnte, ich habe ihn allerdings nicht gesehen, ehrlich gesagt. Deswegen, ich weiß nicht, wo der steht. In 28 Meter Entfernung, auf der anderen Seite offensichtlich. Gut, habe ich gesagt, gehst mal auf die andere Seite. Da liegt noch eine schöne Kanone mit Schalldämpfer übrigens. Sehr praktisch. Ja, und das war eben mein Fehler. That was my error, sozusagen, weil da habe ich natürlich völlig falsch reagiert. Jetzt sind die alarmiert und dann sind sie auch, also dann kommen sie auch einfach, dann hat man keine Chance. Und man hat ja nur diese kleine Nahkampfwaffe im Grunde und jetzt auch schon keine Munition mehr. Und sie schießen von allen Seiten. Also das war unklug. Aber gut, so ist es. Wir lernen ja noch. Und ne, als Pro-Gamer passiert einem sowas natürlich. Okay. Na, einfach keine Munition mehr. So. Okay, beenden wir das grausame Spiel und fangen es nochmal an der Stelle. Zum Glück, ja, gute Speicherphilosophie bei Wolfenstein. Und dann machen wir das Ganze nochmal. Das Schöne ist wirklich, da ist nichts dem Zufall überlassen oder frei. Man sieht das auch jetzt, der Triggerpunkt, der hinten da, dieser Typ, der fährt ja nicht los, bis ich einen bestimmten Punkt überschreite, nämlich die Kante hier. Der bleibt da die ganze Zeit stehen. So, jetzt habe ich den Punkt erreicht, dann fährt er los. Und dann muss ich auch handeln. So. Jetzt stellen wir uns mal beim zweiten Mal nicht so blöd an. Die Waffe brauchen wir natürlich schon. Jetzt wissen wir ja, dass da hinten Leute stehen. Da ist übrigens ein Kartenupdate an der Wand. Das sollten wir auch irgendwie versuchen zu kriegen. Die blinken so, ne? Das haben wir ja zwischen erkannt. Der andere, den gibt es immer noch, diesen anderen Kommandanten, der Alarm schlagen kann. Jetzt müssen wir ganz vorsichtig, da läuft einer. Den werden wir uns jetzt zu Gemüte führen. Der hat ja eben auch gerufen. Und ich habe nur 10 Schuss. Das heißt, das darf nicht schief gehen. Hier auf dieser Seite geht es leider nicht weiter. Da ist einfach eine Lücke. Und ich bin mir sicher, wenn man da ins Wasser fällt, auch nicht so gut. Also die wollen schon, dass wir da lang gehen. Mit die meine ich den Hersteller dieses Spiels. Der möchte, dass wir da lang gehen. Also tun wir es. Und werden einfach jetzt diesen Soldaten da ausschalten. Dank Schalldämpfer. Und hier gibt es auch erstmal Munition. Jetzt haben wir schon mal 90 Schuss. Das ist da deutlich besser. Jetzt kommt er hier gleich. Und dann warten wir einfach gemütlich auf ihn. So. Was uns übrigens zu eine Waffe beschert. Die wir jetzt aber nicht ausrüsten. Kartenupdate holen. Also zunächst, das haben sie übrigens verbessert. Also man kann die auf die letzte Waffe zurückwechseln, indem man Y drückt. Der ist zu weit weg für die kurze Sache. Erstmal Munition holen. Wer weiß, wer weiß. So. Jetzt vorsichtig da mal um die Ecke. Man kann, glaube ich, auch so um die Ecke plieren. Das habe ich aber irgendwie nicht. Da steht einer, den werden wir jetzt erstmal. So. Einer nach dem anderen. Also ich glaube, man kann das tatsächlich als Schleichmission machen, wenn man ganz vorsichtig ist. Aber sobald irgendeiner von denen einen erkennt, geht's los. Also von daher. Aber jetzt haben wir ja Munition zumindest schon mal. Gesundheit wäre nicht schlecht. Gesundheit haben wir auch, aber Schild wäre nicht schlecht, meine ich. Aber ich glaube, hier kann ich mich noch gut durchmogeln. Hier liegt auch genug Zeug. Da hinten steht noch einer. Ganz da hinten an dem Flur, der kommt auch her. Da muss man also ein bisschen aufpassen. Wie gesagt, sobald mich irgendeiner erkennt, schlägt der Alarm. Da habe ich noch was gesehen, diese orangenen Griffe. Da bin ich aber irgendwie nicht reingekommen.
Aber vielleicht soll man das auch gar nicht. Keine Ahnung, warum sie das dann so aufwendig da gestalten. Aber ich habe ja auch gelernt, in diesen Spielen hat ja alles, was irgendwie über den normalen, das normale Level-Design hinausgeht, eine Funktion. Ah, jetzt geht er schon wieder weg. Siehst du, die laufen nur ihre Routen. Das ist ja das Schöne an Wolfenstein. Es ist so berechenbar. So, da liegt noch Zeug. Und jetzt warten wir einfach, bis der Typ kommt und dann auf ihn mit Gebrüll. Ohne Gebrüll natürlich. Auf ihn ganz leise. Denn da ist ja immer noch potenziell dieser eine Kommandant da oben. Sieht man es ja rechts. Signal entdeckt. Da. So, okay. Das war's auf dieser Seite. Jetzt ist da hinten noch ein Robodog. Den werden wir jetzt uns noch zu Gemüte führen. Und ich würde sagen, wenn wir den erledigt haben, dann machen wir auch... Also eine Handgranate übrigens. Die nehmen wir natürlich noch mit. Und Gesundheit. Wer weiß. Wobei dieser Energy Boost über 100, der geht ja immer relativ schnell wieder runter. Das sollte man dann also nur nehmen, wenn man ins Getümmel sich stürzt. Aber gut, also wenn wir den Hund dahin erledigt haben, ist die Folge für heute beendet. Und dann geht es mit der nächsten Folge dann natürlich weiter. Über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Und wir sehen uns auf jeden Fall bei der nächsten Folge von Wolfenstein The Old Blood wieder. Ich sag schon mal tschüss.